Ich bin jetzt seit einem Monat hier. Mich einzuleben ist schwerer als erwartet. Wir haben nur noch 2 Monate Zeit und wissen den Tag noch nicht mal. Aber ich habe schon mal einen Termin in einem angesagten Laden für Brautkleider ausgemacht. Anfisa weiß, dass es nicht zu teuer werden darf. Hi, welcome to Panache Bridal Beverly Hills. But Anfisa just. Aber sie denkt, je teurer, desto besser. It's more expensive, it's better. Ich will mehr Schuhe und Handtaschen und ein Auto. Irgendwo ist Schluss. 10.000 monatlich. Ich lach mich kaputt. Dann war's das. Sei vernünftig. Was, wenn sie mich ruiniert? Was schwebt Ihnen vor? Nichts mit Rüschen, sondern was Schmales, das meine Kurven in Szene setzt. Und ich will ein Kleid mit Spitze. In Weiß. Was darf es denn kosten? Was kostet Ihr teuerstes Kleid? $45,000. Geht das? George wollte mir alle meine Wünsche erfüllen. Wenn's dich glücklich macht. Aber seitdem ich in den Staaten bin, sagt er mir ständig, dass es wichtigere Dinge gibt. Du sollst glücklich sein. Hör auf damit. Ich habe da schon einige Ideen. Bin gleich zurück. Bereit für die Anprobe? Klar. Okay. Ich befürchte, dass sie das Kleid für 45.000 haben will. Okay, honey. Let's go and order. Sagen Sie mir, was Sie denken. Okay. Kleid Nummer 1. Anfisa in diesem Kleid zu sehen, hat mir mal wieder ihre Schönheit vor Augen geführt. Ich tue alles, damit es ihr gut geht. Hübsch, mir gefällt's. Es ist perfekt für ihre Figur. Was kostet dieses Modell? Knapp 10.000. Okay. Jetzt das nächste. Es wird Ihnen gefallen. Es hat einen körperbetonten Schnitt. Ein tolles Kleid. Es kostet nur 7.900. Looks nice. Ganz hübsch. Aber es reißt mich nicht vom Hocker. Mir ist es zu schlicht. Looks too simple here. Too simple, so maybe more. Was mit mehr Glitzer? Darf es das Kleid für 45.000 sein? Yes? Ja. No. Nein? Entscheide du. Yeah? Und wenn's mir gefällt? Ich bin von ein paar Tausend ausgegangen. Aber sie will das teuerste Modell. Wie ließe sich das Kleid für 45.000 finanzieren? Wir verlangen 60% als Anzahlung und bei Abholung den Rest. Etwa 20.000. Stimmt. Dann zurück in die Umkleide. Ich hole es. Hoffentlich gefällt es ihr nicht. So viel Geld. Achtung! Es gefällt ihm sicher. Hier ist sie. Hand aufs Herz. Magst du es, mein Schatz? Do you like it, my love? Und du? Ich glaube, dass dich der hohe Preis anmacht.
Du siehst in jedem Kleid bezaubernd aus. Es stammt von einem der teuersten Designer. Wir überlegen es uns. Ich verdiene Luxus, damit ich toll aussehe. Aber George möchte nicht so viel ausgeben. Denken Sie erst mal in Ruhe darüber nach. Ich reise für ihn um die halbe Welt und er kauft mir nicht mal mein Traumkleid. Bereit? Ja. Ich bin sauer. Wow. Sorry, dass ich nicht so viel Bares dabei habe. Nicht mein Problem. Ach ja? Ja. Anfisa ist ein Kontrollfreak. Sie kommandiert einen gern herum. Ich mag es, wenn sie den Ton angibt. Aber ich gebe genauso gern den Ton an wie sie. Und schon streiten wir uns. Wieso gehen wir hierher ohne deine Kreditkarte? Du willst es gar nicht. Darum geht's nicht. Doch. Nein, es geht mir nur darum, dass... Kannst du mal Klartext reden? Du willst Klartext reden? Na gut. Für mich ist es schwer, deinen teuren Geschmack zu finanzieren. Mehr hast du nicht zu sagen? Schön, dass wir geredet haben. Natürlich gäbe es mehr zu sagen. Das alles geht so schnell. Das sollten wir uns genau überlegen. Ich höre nur bla, bla, bla. Ich verdiene nicht genug, um dir jeden Luxuswunsch zu erfüllen. Du übertreibst es einfach. Du hast es mir versprochen. Mit der Zeit, aber nicht sofort. Sofort? Du willst alles sofort. Du nervst. Was? Als er mir gesagt hat, dass er sich teure Dinge nicht leisten kann, hat er sein Versprechen gebrochen. Ich will nach Russland zurück.